Die Etappe zwischen Bayreuth und Rasbruck. Eine Berg- und Talfahrt, die heute auf dem Programm dieser 31. Bayern-Rundfahrt steht. Eine Berg- und Talfahrt über insgesamt 177,3 Kilometer, die also das Äußerste fordert von unseren 121 Radprofis, die heute Morgen pünktlich um 10.45 Uhr sich in Bayreuth auf dem Luitpoldplatz auf den Weg gemacht. Vielleicht ist diese letzte Bergwertung in Hamburg, Deckersberg, der große Scharfrichter mit über 20% als steilstes Stück. Mit seiner Form, gerade auf den Sieger, sondern auf den Führenden. Ja, er hat sein Lachen wiedergefunden, meine Damen und Herren, der U23-Weltmeister, der ehemalige deutsche Meister. Es hat geklappt mit dem Sieg, Gerald Thierlen. So, dazu natürlich noch einmal die Glückwünsche durch Herrn Robert Dillig. Wie war die Etappe heute zu fahren? Ja, es war das profilierteste Teilstück und ja, nicht ganz einfach. Es waren die meisten Anstiege, zwischendurch relativ steil und doch sehr schwer. Der Sprint war doch ein bisschen geordneter, dadurch, dass das Feld dezimiert war. Und ja, es war nicht ganz so chaotisch wie die letzten Tage. Das hat es uns ein wenig erleichtert. Es ist ein tolles Event gewesen im Jahr. Ganz viele tolle Veranstaltungen bei uns in Rasbruck, sicherlich ein Highlight. Radsport fasziniert die Leute trotzdem, auch wenn es nur zwei kurze Momente waren, wo die hier durchgesaust sind. Aber wenn man sieht, was hier außen rum los ist und die Leistung mal beurteilt, was sie da wirklich tun, ist schon beeindruckend. Ich würde mich freuen, wenn es nochmal so stattfinden würde. Es passt gut zu Rasbruck, zur Gesundheitsregion, der Radsport. Ich denke, mit allen Facetten, die dabei sind. Thank you.
sweet, sweet, see you walking down the street. Girl, ask you very confidentially, ain't she sweet? Ain't she nice? Look, no one wants her claims. Yes, ask you very confidentially, ain't she nice? Just take her walk in her direction. Oh, your mind in the perfection. Whoa, I repeat, don't you think that's kind of me? Yes, ask you very confidentially. Hersbruck TV, wir sehen uns! Hersbruck TV, wir sehen uns. 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 Schön.